Moin Moin hier wieder von Banks Games zu einem neuen Video. Heute geht es wieder um einen SHD-Behälter in Division 2. Und zwar geht es um den SHD-Behälter in Downtown West, hier unten rechts in der Ecke. Und ich zeige euch mal die Position, wo ich mich jetzt befinde. Ich befinde mich jetzt hier, also der Behälter befindet sich hier in dem Gebäude und ich befinde mich hier oberhalb davon. Also da müsst ihr auf jeden Fall stehen, dann seht ihr hier die dicke gelbe Wand und da drunter ist so ein kleiner Eingang. Es kann auch sein, dass ihr da noch eine Mission habt in der Nähe und die könnt ihr dann auch machen und dann kommt ihr da eigentlich auch hin zum SRD-Behälter. Natürlich müsst ihr vorher noch das Safehouse aktiviert haben. Das Safehouse in Downtown West ist ja in der Siedlung, sonst schaut nochmal auf meinem Kanal vorbei, da habe ich noch ein Video dazu gemacht. So, ja, dann müsst ihr hier hoch, hier lang weiter. Auf dem Weg könnt ihr auf jeden Fall sehr, sehr viel öffnen. Ich glaube, ich habe schon ein paar Sachen vorhin geöffnet hier. So, dann wieder runter. Und ja, man sieht schon, dass hier ist eigentlich eher so ein Missionsgebiet, wie man sieht. Ich glaube, vorher, vor dem Update jetzt, war das auch ein wenig verbuggt. Man konnte da nicht hin, ohne eine Mission zu machen. So, und ihr seht schon da oben, irgendwo soll der sein. Wenn ihr euch hier überall umguckt, man findet irgendwie keinen Weg hoch. Und hier hinten ist die Tür normalerweise zu. Die habe ich jetzt schon geöffnet. Also hier müsst ihr auf jeden Fall die Tür öffnen. Dann kommt ihr hier rein ins nächste Gebiet. Ja, hier habt ihr wieder ein paar Kisten, die ihr öffnen könnt. Hier hinten habe ich zum Beispiel noch eine vergessen. Schöner Rucksack. So. Bisschen Explosivmunition. So, dann geht ihr hier hinten weiter. Hier rechts müsst ihr dann die Treppe hoch. Ich gucke gerade noch mal, ob hier noch ein paar Kisten sind, die ich öffnen kann. Zack, zack, zack. Oh, eine neue Hose, sehr schön. Ist mir auch aufgefallen, es gibt jetzt viel mehr Klamotten seit dem Update. Ja, dann müsst ihr die Treppe hoch. Kann sein, dass ihr noch ein paar andere Türen öffnen müsst. Ich glaube, die hier muss man auf jeden Fall auch noch öffnen. Dann hier rein. Hier sieht das so ein bisschen aus wie im Labor oder sowas. So, dann geht ihr hier hinten weiter. Hier durch, hier unten habt ihr auch noch was zum Öffnen. Ein bisschen Vorrat. Ja, hier ist auch noch schöne Handschuhe waren hier noch drin. So. Dann noch höher. Dann noch höher. Ich glaube, hier war auch noch eine Tür. Ich bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall drei Türen insgesamt, glaube ich. So, dann geht ihr hier runter. Normalerweise erscheint hier irgendwo denn der Endgegner bei der Mission. Bin gerade nicht sicher. Geradeaus weiter. So, und ihr seht schon, oder man hat es eben schon kurz gesehen, der SHD-Behälter ist auf jeden Fall sehr in der Nähe. Hier hoch und dann habt ihr es eigentlich schon geschafft. So. So, so, so. Hier um die Ecke und hier ist er. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wenn es euch geholfen hat, lasst doch ein Like da, lasst ein Abo da, falls ihr noch mehr sehen wollt. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal von Banks Games.